Ja, wir sind jetzt hier bei einem Fuchsbau angekommen und jetzt könnte man ja sagen, ach, hast du Glück, du hast einen Fuchsbau und dann dauert es ja nicht mehr lang, bis du auch den Fuchs dann endlich filmen kannst, aber weit gefehlt. Ich bin nicht der Einzige, der den Fuchsbau gefunden hat. Und zwar gibt es hier jede Menge Jäger, die ebenso scharf auf den Fuchs sind wie auch ich. Und die dürfen den Fuchs ganzjährig bejagen. Und das hat auch zur Folge, warum wir hier diese Betonröhren vorfinden. Denn in diesem ganzen Hang, den ihr hier sehen könnt, ist der Fuchsbau. Also es ist ein weit verzweigtes Netz an Gängen und Höhlen. Und da machen sich die Jäger zunutze, dass sie hier Betonröhren verlegen, damit sie den Eingang des Fuchses besser kontrollieren können, damit dieser nicht auf Dauer zugeschüttet wird und damit sie hier auch ihre kleinen Dackel reinrennen lassen können, um den Fuchsbau zu sprengen. Das bedeutet, sie versuchen, den Fuchs auf einer anderen Seite wieder herauszutreiben. Und da kommt es natürlich sehr schwer darauf an, wie schlau war der Fuchs, was hat er für Ausgänge, wie viele Ausgänge hat er und welchen nimmt er dann. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr schwierig, den Fuchs zu bejagen und genauso schwierig ist es natürlich, ihn auch zu filmen. Und ich zeige euch jetzt mal, wo der Fuchs ein Hintertürchen gelassen hat, wo er nämlich raus kann, ohne dass er hier durch die Betonröhren rausgeht. Den Ausgang habe ich schon entdeckt und der liegt gute 100 Meter nach hinten. Das heißt, der Bau ist riesig und das zeigt auch schon auf, wie schwierig es auch für die Jäger ist, hier den Fuchs zu erwischen. So, dann schleppen wir unsere Ausrüstung mal mit. Bevor wir jetzt zum Hinterausgang des Fuchses gehen, eine kleine Anekdote am Rande. Also es kommt auch immer wieder vor, dass die Dackel, die dann in den Fuchsbau geschickt werden, also dafür sind die ja auch extra gezüchtet, deswegen sind die ja so klein und so stämmig und haben ein kräftiges Gebiss. Das ist ein typischer Jagdhund, der dafür da ist, damit er eben so einen Fuchsbau hochnehmen kann. Und es kommt hin und wieder vor, dass diese Dackel in den Fuchsbau gehen und der ist so komplex, dass die Dackel nicht mehr rausfinden. Und dann muss ein riesiger Bagger ran oder Spaten und Schaufeln und dann fangen die Jäger an, den Fuchsbau aufzugraben, um den Dackel wieder zu befreien. Das hat es alles schon gegeben. Und es kommt auch hin und wieder vor, dass dann der Dackel aus dem Loch rausrennt und die Jäger sehen, da bewegt sich was und dann erschießen sie den Dackel. Das hat mir auch mal jemand erzählt, das ist auch schon passiert. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Jägergeschichten kennt. Und ja, ihr seht schon, es ist so ein bisschen ein Wettrennen zwischen Tierfilmer und Jäger. Der eine will ihn umbringen und der andere will ihn eigentlich nur filmen. Und ich hoffe, dass ich schneller bin. Je näher wir an den Fuchsbau kommen, desto häufiger finden wir am Boden auch diese Scharstellen, die durchaus auch vom Fuchs kommen können. Ich zeig's euch mal. Einmal hier und gleich daneben noch einmal hier. Das sind so typische Stellen, wo jemand gescharrt hat. Und das kommt relativ häufig vor, je näher wir an den Fuchsbau kommen. So, da sind wir schon angekommen. Hinter diesem unscheinbaren Baum versteckt sich das Fuchsloch. Und ich hoffe, ich bin der Erste, der es gefunden hat. Aber man weiß nie. Übrigens muss ich auch aufpassen, dass ich hier nicht selber mal aufs Korn genommen werde. Oder dass hier irgendwo am Boden eine Falle oder so ist, da muss man schon ein bisschen aufpassen, denn manche sind da schon ziemlich krass drauf. Aber jetzt zeige ich euch mal das Loch. Und zwar seht ihr das hier. Ja, und ihr habt schon gesehen, ich habe da extra so ein Stecken davor gestellt, damit ich weiß, ob das Loch besucht wird, ob er da rausgeht und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Schön, dass ihr mich begleitet habt.